Wir müssen über VR reden. Aktuell ist einiges los und nicht alles entwickelt sich leider in die Richtung, die ich mir erwünscht habe. Beispielsweise die Pico 4. Ich habe ja in den letzten Jahren immer wieder die als den Konkurrenten für die Quest 2 bzw. auch teilweise für die Quest 3 empfohlen. Aber wie ihr sicherlich gemerkt habt, in den letzten VR-Videos habe ich die nicht mehr so sehr empfohlen wie früher, denn ich wurde einfach immer und immer mehr von der enttäuscht. Und ich weiß, einige von euch mögen die Pico 4 nicht. Das sehe ich ja immer wieder in den Kommentaren, da schreiben die Leute hin, dass die Pico 4 nichts weiter ist als ein Türstopper oder dass die Bildqualität so miserabel ist, dass man auf jeden Fall die Quest 3 sich holen sollte. Die Pico 4 liegt vor mir. Ich gucke sie mir an, qualitativ auf demselben Niveau wie die Quest 3. Ich setze sie auf, okay, die Bildqualität ist nicht auf demselben Niveau wie die Quest 3, aber besser als die Quest 2 und die haben wir jahrelang benutzt und keiner hat da jemals gemeckert. Ich würde sagen, wenn ihr euch die Quest 3 holt, habt ihr vielleicht 10% bessere Bildqualität. Die Leute stellen das aber immer so hin, als wäre das irgendwie doppelt so gut, dreimal so gut oder wie auch immer. Also das kann ich nicht bestätigen. Mein Problem ist eher die Softwareseite. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz ein, zwei Worte sagen. Wir sollten ja alle eigentlich nicht für eine Plattform hoffen. Ich habe immer das Gefühl, die Leute hoffen, dass die Quest einfach die Pico komplett zerstört und dann steht sie da alleine auf seinem Thron und hat eine Monopolstellung in Sachen VR-Head. Und ich verstehe nicht, wie man das hoffen kann. Denn ihr seid diejenigen, die am Ende verlieren, sobald eine Plattform eine Monopolstellung bekommt. Denn seien wir doch mal ehrlich, was passiert denn, sobald eine Firma eine Monopolstellung hat, dann können sie die Preise regulieren, wie sie wollen. Die Qualität kann sinken, weil es gibt ja eh keinen Konkurrenten, der in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr darstellt. Wir wollen nicht, dass die Quest alleine dasteht. Deswegen habe ich immer gehofft, dass die Pico ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Und am Anfang sah ja auch alles gut aus. Gerade die Hardware-Seite ist prima. Ich habe keinerlei Probleme mit der Pico 4. Und bedenkt bitte, die Pico 4 kam ja vor der Quest 3 raus. Das bedeutet, wir können ja hoffen, dass die Pico 5 dann besser oder mindestens auf demselben Niveau ist wie die Quest 3. Und jetzt langsam habe ich das angesprochen, was halt wirklich das Problem ist. Was ist denn mit der Pico 5? Es gibt keine. Ja, normal. Es wurde jetzt schon angekündigt, es wird auch keine geben. Es wird eine neue Version der Pico 4 geben. Warum? Was soll das denn jetzt auf einmal? Und dann lese ich, höre ich oder gucke bei YouTube immer wieder solche Nachrichten an, wo dann drin steht, ja, die Pico-Plattform, das Unternehmen hinter Pico und so weiter, das entlässt gerade ganz viele Leute. Und hier, Blitz, das ist dieses Rhythmusspiel, das soll ein Konkurrent sein zu Beat Saber. Ich blende euch mal hier ein bisschen Gameplay ein, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ähnelt sehr Beat Saber, richtig? Und das wird zwar noch weiterentwickelt, aber auch da soll wohl das Budget und so weiter gekürzt worden sein. Also ich habe keine Ahnung, was da wirklich hinter den Kulissen abgeht. Alles, was ich so im Internet finde, ist irgendein Grotz, das halt AI und so weiter zusammengesucht hat aus dem Internet und dann einmal zusammengefasst hat. Kann ich dem vertrauen? Keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht als News verkaufen, da fühle ich mich nicht wohl damit. Aber im Grunde genommen, das, was ich hier rausgehört habe, ist, dass die Verkaufszahlen der Pico 4 nicht so gut waren, wie sie sich das erhofft haben. Deswegen werden wohl Änderungen vorgenommen. Änderungen heißt Reduzierung des Budgets, Leute werden entlassen und so weiter. Und das ist natürlich negativ, denn die Plattform von der Pico muss wachsen. Wir haben gerade das Problem, dass da viel zu wenig Spiele sind, viel zu wenig Software ist. Und die Hardware ist in Ordnung, glaubt mir, das ist nicht das Problem. Auch wenn ich immer wieder das in den Kommentaren lese. Die Hardware ist in Ordnung. Was da fehlt, ist die Software. Das ist ein Standalone-VR-Headset. Und wenn da keine Spiele sind, also natürlich sind da ein paar Spiele, ja, aber ich will mehr. Die Plattform der Quest, die wächst die ganze Zeit und da kann die Pico schon von Anfang an nicht mithalten. Sie müsste eigentlich einholen, aber ich habe das Gefühl, sie wird immer und immer mehr zurückgelassen. Das ist natürlich Quatsch, wenn man da noch das Budget jetzt reduziert. Und wenn ich jetzt auch noch höre, dass die Pico 5 nicht einmal erscheinen wird, stattdessen arbeiten die wohl daran, für die Apple Vision Pro einen Konkurrenten zu machen. Was erhoffen die sich jetzt da? Also die Apple, die haben ja richtige, so eine Followerschaft hinter sich. Wie wollen die denn dagegen konkurrieren? Ich verstehe nicht, was sie da sich vorgenommen haben. In meiner naiven Weltvorstellung halte das für eine richtig dumme Idee. Aber das ist nicht meine Baustelle, das müssen die sich überlegen. Aber da, wo die eine Chance hatten, und zwar als den Konkurrenten zur Quest-Plattform. Und ja, ich habe auch von der Pico 4 neue Version und so weiter gehört. Aber ich frage mich, was soll das bringen? Die müssen ja einfach nur die Pico 4, so wie sie ist, reduzieren vom Preis, damit man sie mit einem guten Gewissen empfehlen kann. Hier, wir gucken mal ganz kurz rein. 389 Euro für die 128 GB Version. Das sind knapp 400 Euro. Das ist viel zu teuer für eine Brille, die in meinen Augen viel zu wenig Software bietet. Ihr müsst euch ja Folgendes bedenken. Ihr holt euch die Brille, ja? Dann kauft ihr euch die Spiele. Dann sind die Spiele exklusiv auf der Pico-Plattform für euch auf eurem Account hinterlegt. Und wenn ihr da euch dann die Pico 5 holt eines Tages, die ja nicht existiert, die wird es auch nicht geben in naher Zukunft, zumindest so die Gerüchte, dann frage ich mich, wo habt ihr dann rein investiert? Die ganzen Spiele sind ja dann futsch,
sobald ihr euch halt eine neue VR-Brille holen wollt, es gibt halt keinen Nachfolger zu Pico 4, also holt ihr euch wahrscheinlich die Quest 5 oder so. Und was habt ihr dann? Ihr müsst dann alle Spiele halt neu kaufen, falls ihr noch Interesse an diesen alten Spielen habt. Finde ich immer sehr schade. Das ist ja das, was ich an PC immer so sehr liebe. Die ganzen Spiele auf Steam, die könnt ihr auch mit einem neuen PC wieder spielen. Aber wenn ihr halt beispielsweise eine PlayStation habt und dann holt ihr euch eine neue Konsole, sagen wir die Nintendo oder die Xbox, und dann könnt ihr halt die alten PlayStation-Spiele nicht mehr spielen. Dieses Problem habt ihr nicht, wenn ihr halt immer auf derselben Plattform bleibt. Und das macht ja die Quest 2, Quest 3 so richtig toll. Denn die ganzen Spiele, die ihr euch damals für die Quest 2 geholt habt, die könnt ihr jetzt mit eurer Quest 3 spielen. Und die werdet ihr sehr wahrscheinlich auch mit eurer Quest 4 und der Quest 5 spielen. Und genau das kann ich nicht von der Pico-Plattform behaupten, und das ist sehr schade. Und deswegen kann ich für Standalone VR zumindest die Pico 4 nicht empfehlen. Und da habe ich ja gesagt, ey, die Pico 4 als Budget-PC-VR-Headset, das wäre doch was. Die ist ja von der Bildqualität fast so gut wie die Quest 3 und kostet weniger. Klang erstmal super, aber dann frage ich mich, ist es denn so viel günstiger wirklich? Weil die Differenz ist so 160 Euro und ich finde, dass die Differenz nicht groß genug ist. Ich persönlich würde lieber 160 Euro mehr bezahlen und habe dann ein Gesamtpaket, was ich, obwohl ich mehr Interesse an PC-VR habe, immer noch nutzen kann für Standalone-VR. Da wären mir die 160 Euro Aufpreis es wert, mir dann lieber das zu kaufen. Deswegen lieber die Quest 3. Und wenn jetzt aber die Pico 4 unter 300 Euro nur noch bis unter 250 Euro kosten würde, dann würde ich sagen, hey, das ist ein Deal. Das könnt ihr euch jetzt kaufen. Das ist, selbst wenn die Software nicht auf demselben Niveau ist, ihr spart hier so viel Geld. Die Quest 3 ist so teuer mit 550 Euro. Das lohnt sich. Aber so wie es jetzt gerade ist, kann ich mit keinem guten Gewissen die Pico 4 empfehlen. Ja, das Ganze ist sehr schade. Deswegen sage ich ganz ehrlich, holt euch Stand heute lieber die Quest 3. Da habt ihr ein Gesamtpaket und ihr wisst, die Meta bzw. Facebook hinter der Quest, die investieren die ganze Zeit in VR rein. Die haben auch ihre Probleme, ich weiß, aber da wisst ihr, da kommt auch was in Zukunft. Deswegen holt euch Stand heute lieber die Quest 3, auch wenn ihr dafür mehr Geld zahlt.